hattet ihr eben schon gesehen, das sind so Autoplattformen, ja hier so, wo man sich Panzer bauen kann. Und das hier unten sind die Ressourcen, die ihr besitzt, also mechanisiert, das sind die für Fahrzeuge und Panzer, steht da ja auch. Luft hier, Flugzeuge und das hier halt für Verbrauchsgegenstände wie Granaten oder C4. Ich spawn mir jetzt mal so einen Thunderer, so ein Truppenfahrzeug, weil wir sind ja gerade auf dem Vorstoß, wie ihr gemerkt habt. Sprich, auf die, die es noch nicht wussten, T-Third Person. Wollt ihr einsteigen? Dann jetzt. Nö. Dann eben. Doch. Doch, einer ist drin, okay. Der kann jetzt zum Beispiel da oben auf dem Geschützplatz sitzen. Hier drängelt sich jetzt gerade so ein scheiß Lightning vorbei. Und von da halt schießen. Und ich werde jetzt, weil ich mir das Upgrade für den Panzer hier gekauft habe, den versuchen irgendwie auf diesen Berg hier zu bekommen, nämlich nicht die ganze Zeit dieser scheiß Lightning da wegschießen. Also bin ich aus den Freundschaftsliste gegangen. Ich werde mich hier hinstellen und... Jetzt hat der dumme Mongo da unten sich schnell deployed, damit ich mich hier nicht deployen kann. Ja, Freundchen, ich würde mich gerne deployen, aber es geht nicht. Ja Leute, geht mal aus dem Weg, ihr merkt doch, dass hier ein Panzer kommt oder nicht. Aber manche Leute sind ein bisschen beschränkt in dem Spiel, wie man merkt. So. Ich fände es ja am tollsten, wenn der Panzer dahinter mir kaputt gehen würde. Aber... was passiert ja nicht. Also ich hier irgendwie mal vorbeizuschummeln, ohne großen Schaden zu bekommen. Nee, natürlich geht sowas nicht. Das wird direkt total auseinandergenommen. Geh raus aus dem Teil. Das hat's nicht überlebt. Ich wollte mich hinterstellen, hinterparken, aber das geht ja nicht. Wenn direkt alle Panzer auf die Schießen von den Gegnern. Da seht ihr zum Beispiel ein kleines Luftwettel. Die sind jetzt ernsthaft direkt auf mein Geschütz nehmen. So. Dann schieße ich mal von hier runter. Ich glaube, die Stelle hier ist ganz praktisch, weil der Baum da vor mir die Hälfte der Schüsse von denen absenkt. Das ist eine Infanterieeinheit. Da oben auch. Am EQ könnt ihr auch spotten. Das mache ich hier. Versuche ich hier gerade ein bisschen so durch Regen zu visieren und mal ein paar zu treffen, ein paar Gegner da unten. So, das heißt VS, also das hier. Wir haben jetzt hier gerade die Steuerungskonsole von der Base hier eingenommen. Hey John, I've got ammo for you right here. So, das hier ist jetzt zum Beispiel so ein Zweisitzpanzer. Habe ich jetzt einfach zu dem hier mal reingesetzt. Hier sitzt niemand mehr drin, weil gar keine Munition mehr drin ist. Nicht toll. So. Guck ich mal, ob ich von hier aus irgendwie helfen kann. So schlecht. Freundchen, nicht nochmal auf mich schießen. Repariert. Das ist jetzt zum Beispiel so eine Max-Einheit. Jo, und... ja, ich habe auch noch Batterien für dich. Also Munition, Batterien, die sind halt so ein... Sag mal, so jetzt hier. So, wo war's nochmal? Egal. Ich bin davon aus, dachte, hier gäbe es irgendwas wie kein Problem oder so. Und das war wieder der Mongo hier. Und wie hat er sich denn jetzt killen lassen, heilige Scheiße. Au, okay, dadurch.
dadurch, dadurch, dadurch. Oh, ja genau. Ja, jetzt kommen sie hier alle wieder. Das finde ich hier zum Beispiel mal. Also das Spiel ist noch ein bisschen ausreifungswürdiger, was halt so ein paar Bugs betrifft, aber die sind inzwischen schon in so einem niedrigen kommen nur noch so selten vor. Das ist halt wirklich extrem. Ich finde das Spiel ist free to play und ist besser als alle Call of Duty. Genauso wie ich auch sage, dass die Alpha-Version von DayZ bugfreier und besser ist als die von Call of Duty Ghosts. Es gibt sogar gar nicht so wenig Menschen, die mir da gibt's nur sehr wenige Menschen, die mich dazu dann anmeckern oder so. Da drüben sind noch welche. Ah, okay, das war ein Scharfschütze, der gerade auf mich geschossen hat. Ah, die schießt von da drüben runter. Sollte ich etwas aufpassen. Dass ich mich nicht gerade in den Fokus von denen reinstelle. Einmal beschossen, direkt werde ich extremst unter Beschuss genommen, genau. Na komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich war doch gerade eine Gegner-Einheit. Das heißt zum Beispiel ein Spion, der hat als Spezialfähigkeit, dass er sich unsichtbar machen kann. Helfe ich dem Kollegen hier mal. Hier spawnen die halt, deswegen ist hier auch schwer gewesen. Da zum Beispiel haben wir die Medic, nee, ja mich hat ein Teammate gekillt. Wahrscheinlich weil ich eben in die Schussbahn gelaufen bin. Der hat als Spezialfähigkeit, dass er halt alle Personen so in der Umgebung so ein bisschen heilen kann. Jetzt gucke ich nochmal kurz bei den Fahrzeugen. Hier geht's runter. Yay. Jetzt echt. Die Gegner haben hier gerade jetzt in unserer Base so eine dämliche Plattform hier gehackt. Jetzt muss ich die kaputt machen, damit ich sie danach wieder reparieren kann, dann gehört sie wieder uns. Oder ich nehme eine Einheit zum Hacken und hacke wieder zurück. Was will der jetzt von mir? Oh nein, das wollte ich nicht. Jetzt habe ich hier C4 auf den Boden geworfen irgendwo. Gucken sie mich alle erstaunt an. Ingenieur, der repariert das jetzt wieder. Ich würde es interessieren, wo ich mein C4 hingeworfen habe. Ich sehe das hier nirgendwo rumliegen. Ah, das habe ich immer noch. Gut. Achso, jetzt kann ich das mal nachrüsten, dass ich hier Munition habe und so. Und jetzt gucke ich mal kurz. So. Ich habe nur sehr wenige Ressourcen, deswegen spawne ich mir jetzt mal kurz noch ein Flash. Wenn ihr wollt, ihr seht ja auch unten in der Beschreibung unseren Teamspeak-Link, könnt ihr auch da drauf kommen. Ihr seht hier, habt ihr ja schon so ein paar Mal unsere Namen oder so gesehen. Habe ich jetzt gerade echt den Kerl überfahren, weil er mir hier reingelaufen ist.
könnt ihr auch auf unseren Steam-Accounts gucken. Wir sind so, was Spiele betrifft, eigentlich relativ vielfältig. Hört sie uns jetzt echt schon? Scheiße, war ich gerade in der Sekunde weg, in der das erobert wurde. Egal. Hätte ich nämlich noch Erfahrungspunkte für bekommen. Die man ja nie schlecht gebrauchen kann. Ich bin mir nicht sicher, aber das schaut so aus, als wenn wir am Haupt-Spawnpunkt von denen wären. Schau mal kurz auf der Map. Jo, das hier ist das Warp-Gate, also der Hauptspawnpunkt. Haben wir uns bis dahin jetzt vorgekämpft. So. Domherrschaft. Erobere und halte 9 Biolabore. Jetzt seht ihr da unten in der unteren Reihe. Wie gesagt, Lila sind wir, also wir haben 3, Rot hat 3 und Blau hat 3. Ist gerade ausgeglichen. Jetzt bleiben noch 2 Stunden Zeit, um diese Operation auszuführen. Und es ist gerade eigentlich ziemlich sinnlos, dass wir den Punkt hier angreifen, den Hauptspawnpunkt, weil man ihn nicht erobern kann. Das Einzige, was es bringt, sind eigentlich Kills. Das war zum Beispiel so ein Infanterie-Raketenwerfer von der Terranischen Republik. So, wie ihr seht, hat sich jetzt mein fast komplettes Platoon von hier nach hier verlagert. Und jetzt werden wir wahrscheinlich die Routen komplett erobern, bis sie nur noch hier ihren Spawnpunkt haben, den man nicht erobern kann. Nun, dann würde ich sagen, mache ich hier erstmal einen Cut. Das ist dann sozusagen der erste Teil, oder vielleicht splitte ich es auch in zwei. Jo, und würde ich sagen, bis gleich oder bis zum nächsten Mal, oder bis irgendwann. Nur dann, ciao.